Was meint ihr, wie viel passt da rein? Boah, die Hälfte? Ich weiß es nicht. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich war beim Action und wollte euch jetzt die Einkäufe zeigen. Ach so, Klopapier habe ich noch vorne liegen und Küchenpapier hatte ich jetzt einmal hier. Ich habe dreimal Küchenpapier eingekauft und einmal Klopapier, dieses lilane dreilagige, genau. So, das Licht, ist das gut? Doch, ne? Ganz okay, würde ich sagen. Dann legen wir auch direkt los. Genau, ich habe wieder ja insgesamt drei Tüten eingekauft. Ja, die erste Tüte besteht ja nur aus Küchenpapier und hier so welche hatte ich noch eingekauft, die habe ich auch vorne. Ja, die habe ich alles vorne liegen lassen, weil es ist halt für den Vorratsraum, da wollte ich nicht alles hierher bringen. Davon habe ich drei mitgenommen. Also Klopapier kostet 2,89 Euro, kann das sein, also knapp 3 Euro. Die kosten mittlerweile auch schon fast 2 Euro, 1,89 Euro ebenso. 1,89 Euro meine ich und die 69 Cent oder 59 Cent, ich glaube 69 Cent. Drei Stück davon mitgenommen und dann habe ich halt diese zwei kleinere Tüte in eine große noch eingepackt. Genau, also einmal eingekauft die Trüffel, die mag ich ja super gern, die kosten 2,50 Euro, also 2 Euro irgendwas, keine 3 Euro. Die sind super, super lecker. Ich hätte made in Belgien. Ich habe zu Ostern von meiner Freundin andere geschenkt bekommen aus Belgien, genau, die ich auch mal schon dort vor Ort gekauft habe und gegessen habe und richtig lecker waren, also wirklich richtig lecker. Die schmecken ein bisschen anders wie die, oder die schmecken ein bisschen anders wie die anderen, aber dennoch sehr ähnlich, identisch. Also die kosten, genau, 2,5 und die anderen in Belgien, die kosten um die 5 Euro. Also die sind auch ein bisschen was teurer, obwohl die direkt in Belgien gekauft sind, ne? So, dann haben wir hier einmal Bügelperlenbild. Genau, Delphine hat, der Gianno wollte das gerne haben, schon letztes Mal. Und diesmal haben wir es dann jetzt mitgenommen. 40 x 30 cm. Schaut so aus, kostet, gut zu überlegen, 3,50 Euro meine ich. Kein Kassenbon. 3,50 Euro meine ich. Auf jeden Fall hat er jetzt erstmal Beschäftigung. Wobei, wenn er einmal sowas anfängt, dann will er da dran sitzen, bis es fertig ist. Ne? Ich sag's euch, in 3 Tagen ist es fertig. Dann habe ich Backpapier mitgenommen. Dreimal. Genau, diese zugeschnittene, ne, die kaufe ich ja immer da, kosten 1,19 Euro. Die haben auch noch andere, die sind nicht zugeschnitten, dann sind die 8 Meter lang oder was, oder 6, ich weiß es gar nicht. Die sind aber auf jeden Fall dann günstiger. Dann habe ich mitgenommen, sag mal, Tüten, kleinere, größere für die Küche, genau, immer die gleichen, ja, super günstig, 1,19 Euro ungefähr und die unter einem Euro. Dann habe ich mitgenommen Klebstifte, das sind jetzt so mega günstige gewesen, ich weiß gar nicht, was sie gekostet haben, ich glaube unter einem Euro, 2 Stück sind drin. Und ja, hauptsächlich für die Luisa, die nimmt dann immer diese teuren von den Kids und die sind dann immer so verärgert und die benutzt auch wirklich immer sehr viel. Also würde ich schon sagen, das ist eher mehr so Verschwendung und dann tun die zwei es auch und deswegen für die Lu extra, genau, ja. Also ich kann euch nicht viel dazu erzählen, ich habe die noch nicht getestet, aber ich würde sagen, für mich ist sowieso Kleber ist Kleber. Dann habe ich Mundwasser mitgenommen. Genau, sonst kaufe ich immer diese anderen ist das von Colgate? Ich weiß es gerade nicht. Die kosten 2,50 Euro und die finde ich super gut. Ich habe noch keine anderen besseren gefunden. Und die waren jetzt komplett weg.
Also nicht nur ausverkauft, ich glaube wirklich aus dem Sortiment rausgenommen, weil da, wo die vorher drin waren, waren jetzt nur noch die in Blau und in Grün. Viel günstiger, ich glaube 99 Cent oder was? Also unter einem Euro würde ich sagen. Oder 89 Cent ist ja mega günstig. Denta Pro. Ja, ich glaube nicht, dass ich es mag, aber es musste eins her. Genau, benutze ich doch schon gerne. Dann habe ich hier was eingekauft. Kann ich euch jetzt nicht zeigen. Der Gianno, der wollte es direkt auspacken. Genau, Melina wollte keins. Creasy Ball Neon. So schaut es aus, die Verpackung. Kostet um die 1 Euro. Ihr müsst euch das so vorstellen: Das ist ein Ball. Und um diesen Ball ist ein Netz drum. Und wenn man den so drückt, welche Farbe hatte der? Ich glaube, der war grün. Wenn man gedrückt hat, kam es blau raus. So, auf jeden Fall kann ich euch es jetzt nicht mehr zeigen, weil es geplatzt. Und das war dann richtig eklig, schleimig. Ich habe da jetzt hingeguckt, weil ich dachte, vielleicht liegt es da noch. Also so richtig schleimig und wirklich mies. Naja, auf jeden Fall. Anti-Stress-Ball steht hier, so nennt sich das. Ja, er meint, Mama, kannst du mir bitte ein neues kaufen? Nächstes Mal. Ich mal gucken, ob wir ein neues bekommen. Dann habe ich Mayonnaise eingekauft. Genau, die kaufe ich da auch sehr gerne. Ich liebe ja diese Tuben, ne? So. Ketchup wollte ich eigentlich auch eingekauft haben, aber irgendwie. Ich weiß nicht, bin dran vorbeigelaufen. Dann einmal hier diese chinesische Nudeln eingekauft. Die esse ich ja wirklich total gerne. Die sind mega günstig. Die kosten 38 Cent oder was. Dann habe ich noch eingekauft Wolle. Genau. Ich brauche für ein Projekt ganz dringend grüne Wolle. Die muss unbedingt grün sein. Und jetzt habe ich hier das eingekauft. Die hatten wirklich kein anderes Grün. Jetzt muss ich halt gucken, ob ich die zwei nehme oder eher die helleren und hoffen, dass es dann reicht. Es könnte aber sein, dass ich ein bisschen was noch oben habe, ne? Genau. Bin mir halt nicht sicher, ob es reicht, aber ich teste das jetzt einfach mal. Die kosten 1,99 Euro. Auf jeden Fall haben sie immer 1,99 Euro gekostet. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, ob die vielleicht teurer geworden sind, weil momentan die Preise, ne, also das ist der Wahnsinn, explodieren. Ja, von Allison und May, 100%ige Baumwolle. Genau, ich liebe es. Es macht richtig Spaß, mit denen hier zu häkeln. Hätte diese tatsächlich auch gerne in groß gehabt. Haben sie bei Action auch immer wieder mal, allerdings nicht so viel Auswahl. Dann haben sie Grau haben sie da gehabt, also heute nicht, aber sonst haben sie grau und rosa mal da gehabt und keine andere Farbe. Ja, ist doch ein bisschen. Doch, ich glaube tatsächlich mal ein Grün. Ich meine, ich habe auch schon mal ein Grün gekauft. Mega günstig. Für 1 Euro irgendwas, also unter 2 Euro, richtig viel. Ja, naja, jetzt sind die halt mitgekommen. Und dann haben wir noch ein Produkt. Und zwar habe ich eine XXL Handseife eingekauft. Genau, also 900 Milliliter gekostet hat die, ich glaube auch unter einem Euro. Und eigentlich habe ich die nur gekauft, um das Ganze umzufüllen, denn ich finde das jetzt nicht unbedingt schön. Gab es übrigens auch in Blau und ich habe erst überlegt, in Blau zu kaufen. Ihr wisst ja, ich liebe Blau. Aber das Ganze, ob das wirklich hier ins Badezimmer passen würde, vielleicht sogar schon, ne? Ich hätte lieber Blau kaufen sollen. Egal, der hier ist auf jeden Fall leer. Genau, vielleicht erinnert ihr euch noch an hier das. Das ist von vom Temo, ne? Mal gucken, wie das aufgeht. So? Nee. Also dann kriegt man das ganze Ding raus. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ah, wieder rein. Nein. So, hier aufschrauben. So.
Ich mache das jetzt hier. Das ist echt viel. Was meint ihr? Wie viel passt da rein? Boah, die Hälfte? Ich weiß nicht. Das prüfen wir jetzt. Gleich passiert hier irgendeine Schweinerei. Ich bin aber auch so, ne? Wenn ich meine, jetzt was machen zu müssen, dann muss es jetzt sein. Und rein damit. Es läuft, es läuft. Wow. Ja, abgemessen habe ich jetzt nicht, aber man kann das ja so ein bisschen einschätzen, ob das jetzt die Hälfte war. Wow. Oh. Ja, es ist ein bisschen übergeschwappt. Nee, da passt mehr wie die Hälfte rein. Wobei, wie gesagt, es ist ein bisschen zu viel. Ich gehe das einmal abwaschen und melde mich sofort wieder. So, ich bin wieder da. Schaut mal. Noch voller ging nicht. Sieht doch cool aus, oder? Ja. Und ich habe auch direkt mal die Hände gewaschen. Ja, es riecht auch ganz, ganz gut. Sehr angenehm, genau. Ich glaube, es war doch die bessere Wahl. So, ne, wie blau. Das sieht einfach total cool aus, finde ich. Sehen hier, da schwimmt irgendwas drinnen. Keine Ahnung. So, das war es auf jeden Fall zu diesem Haul. So, darf ich die Sache noch eben wegräumen. Das sind, meine Hose hat auch noch ein bisschen Handseife abbekommen. So, ihr Lieben, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss!